Grüezi wohl, einen herzlichen guten Morgen heute zu diesem Samstag, dem 19. November, zu Reinis Zeitgedanken. Und wir wollen auch an diesem Tag wieder mit Losung und Lehrtext schauen, was uns dieser Tag alles bringt. Wir haben am Eingang ein Bild gesehen, ich blende es noch einmal ein. Und das ist ein typisches Bild, so habe ich mir es gedacht, für Hoffnung. Denn wir sehen, da gibt es noch einen Samen, der an dieser Pflanze zu finden ist. Und in diesem einen Samen ruht alle Hoffnung, dass sich diese Pflanze im nächsten Jahr dann neu aussehen kann. Die anderen sind schon längst durch den Wind weggetrieben worden. Hoffnung hat manchmal einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt. Die Hoffnung kann ganz klein werden und dennoch entdecken wir, dass aus einer kleinen Hoffnung ganz große Ereignisse werden können. Schauen wir doch aber erstmal, was diese Texte uns heute so alles zu sagen haben. Da heißt es beim Propheten Jesaja: Der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Ein Wort, das die Menschen gehört haben, als sie vor den Trümmern ihres Landes gestanden haben, der Tempel zerstört, die Hoffnung eigentlich alle begraben. Und wir kennen solche Situationen aus dem eigenen Leben oder vom Erzählen her. Ich kenne beides. Ich habe die älteren Menschen erzählen hören, wie die Hoffnung einfach geschwunden waren nach dem Krieg, wie es ganz viele gab, die gesagt haben, das bauen wir nie wieder auf, das schaffen wir nie wieder. Und andere hat es gegeben, die haben einfach angefangen, und wieder andere hat es gegeben, die haben gesagt, wir schaffen das. Ja, es ist immer unterschiedlich, wie jeder gerade drauf ist und ob er noch Hoffnung im Herzen hat, wie groß seine Hoffnung ist, so sind dann auch seine Prognosen, seine Äußerungen. Aber die Geschichte lehrt uns eigentlich etwas ganz anderes, nämlich dass die Hoffnung noch so klein sein kann, die Ereignisse sind manchmal viel, viel größer. Da komme ich zur zweiten Geschichte, nämlich die große Wende, als sich die deutschen Staaten wiedervereinigt haben 1989. Das hat mich selbst betroffen und ich muss es ehrlich zugeben, ich habe 10 Jahre vorher nie für möglich gehalten, dass sich das ereignen wird, dass dieser eiserne Vorhang in Europa fallen wird. Zu mächtig war er ausgebaut, zu sehr waren die Interessen der einzelnen Pakte gegenüber. Und man muss einfach sagen, wir hatten eigentlich großenteils die Hoffnung aufgegeben. Wir hatten uns eingerichtet, ja, mit 65, wenn wir in die Rente gehen, dann können wir doch einmal reisen, dann können wir uns die andere Welt dann vielleicht einmal anschauen. Aber so lange muss man durchhalten. Und solche Gespräche gab es sehr, sehr viele. Hier also Israel vor dem Scherbenhaufen, vor dem Trümmerhaufen ihres Tempels. Und dann auf einmal dieses Wort von Jesaja: Der Herr lässt verkünden und er sagt, Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Es kommt die Zeit, wo alles wieder in Ordnung wird. Und wenn wir dann diese großen Bilder uns anschauen, was von dieser Zeit vorhergesagt wird, nämlich ein Israel, wo keine Fremden mehr den Wein trinken, den Acker bebauen, sondern das Land gehört wieder dem eigenen Volk und alles ist wieder geregelt und es herrscht nur Fröhlichkeit und ausgelassene Stimmung. Es gibt kein Leid mehr. Es wird also Großartiges erzählt und wir wissen, dass Israel auch bis heute noch wartet und diese Hoffnung nie ganz aufgegeben hat. Und das koppelt sich mit einer Hoffnung, die wir Christen haben. Die Juden warten immer noch auf diesen großen Tag, dass dieser eintritt. Und auch wir Christen haben ja auch eine zukünftige Hoffnung, nicht nur für dieses Leben. Da heißt es im 1. Petrusbrief: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist ein Ereignis, was sich ja zwischendurch ereignet hat. Das ist jetzt auch schon wieder fast 2000 Jahre her, dass man dieses erleben konnte, dass Jesus Christus unter den Menschen weilte, dass Gott unter den Menschen als Mensch weilte und man ihn hören und sehen konnte.
Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wir warten jetzt auch schon 2000 Jahre auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Es ist nicht verwunderlich, dass viele sagen, ach, es hat ja alles keinen Zweck, und viele sagen, ja, zu meinen Lebzeiten passiert das sowieso nicht. Ich muss mich damit abfinden, dass ich wohl sterben werde, und dann werde ich, wenn man glaubt, zu Gott kommen, aber das werde ich nicht erleben. Und die Gefahr ist immer, wenn die Hoffnung zu klein ist oder wenn die Geschichte uns erdrückt hat, wenn die Zeit so lang wird, dass man Hoffnung aufgibt. Und das ist ja beim Teil des Volkes Israel auch passiert. Das geschieht auch bei einem Teil der Menschen, die dem christlichen Glauben gefolgt sind. Und das wird auch heute geschehen. Es gibt auch heute Menschen, die sagen, das wird nie wieder so wie vor dieser Corona-Zeit. Wir werden das nie wieder so erleben, dass wir reisen können, dass es eine vernünftige Welt gibt, dass wir hier wieder mit Frieden, also im Frieden unterwegs sein können. Wir kennen die verschiedenen Menschen, die dann aufgeben und sagen, es hat ja alles keinen Zweck. Wir schaffen das sowieso nicht. Und demgegenüber möchte Gott uns immer wieder Hoffnung zusprechen. Und deshalb schafft er ja auch in der Geschichte immer wieder Ereignisse, die uns neue Hoffnung geben, dem Volk Israel. Damals hat er eine große Hoffnung gegeben, indem er Jesus Christus geschickt hat. Leider haben sie das gar nicht so gesehen und erkannt. Und das ist die Frage, erkennen die Menschen in ihrer Zeit, wo es dann bald dreht, wo wieder bessere Zeiten kommen? Erkennen wir das oder sehen wir darüber hinweg und sind wir nur noch am Jammern? Und ich denke, dass wir auch jetzt in einer Zeit leben, die ist so spannend. Ich habe genug auch hier und dort fast die Nerven verloren, als ich gesehen habe, was da alles passiert. Auf der anderen Seite entdecke ich und sehe ich, dass sich diese Zeit immer mehr verschiebt zu einer ganz anderen Zeit und dass diese großen Pläne, die jetzt manche vorhaben, in meinen Augen nicht umgesetzt werden können. Und wenn man das sieht, wenn man die Zeichen lesen kann, ich denke, dann wird man ruhiger und dann bekommt man mehr Kraft für die Zukunft und dann sagt man, ja, ich halte an dieser Hoffnung fest, und dazu rufen nämlich beide Texte auf. Und auch wenn der G20-Gipfel es verabschiedet hat, dass in der nächsten Pandemie, und die kann ja die WHO ausrufen, wann sie auch will, man nur noch mit QR-Code reisen kann. Also das heißt letztlich, alle Ungeimpften können dann nicht mehr auf Reisen gehen. Ja, da müsste man eigentlich die Nerven verlieren und sagen, wie kann denn sowas sein? Und es wird vielleicht noch viel mehr beschlossen, aber es gibt Hoffnung, denn es wird immer mehr in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Jetzt ist Swissmedic angeklagt worden, und zwar hier bei uns in der Schweiz, dass diese Behörde also nicht richtig gehandelt hat. Wir haben jetzt in den Medien wenig vernommen, aber das Repräsentantenhaus hat Trump gewonnen. Auch dort tut sich was. Brasilien und Bolivien sind im Ausnahmezustand. Millionen von Menschen sind auf der Straße. Und ich denke, das sind alles Zeichen der Hoffnung. Das sind so kleine Samenkörnchen, wie auf diesem Löwenzahn da zu sehen ist am Anfang meiner Andacht. Und diese Hoffnungszeichen, die zu sehen und an ihnen festzuhalten, dazu macht uns Gott eigentlich Mut mit beiden Worten. Hier ist es einmal auch die ganz große Hoffnung für die Zukunft, dass Christus wiederkommen wird und ein neues Reich aufrichten wird. Für Jerusalem ist es angesagt, dass es da einen paradiesischen Zustand gibt. Und ich denke manchmal, viele Menschen sagen ja, es gibt jetzt Zeichen der Endzeit, wir sind in der Endzeit, es wird drehen, diese dunklen Mächte werden nicht gewinnen. Und da gilt es eben wirklich, sich mal zu fragen, kann ich an diesen Zeichen Hoffnung lesen oder übersehe ich diese Zeichen? Und es wird immer Menschen geben, die sagen, wenn das eine Samenkörnchen da auf dieser Blume sich noch festhält, na, das schafft's nicht. Da kann man gleich aufgeben. Und andere, die wird es geben, die sagen, genau dieses Samenkorn ist genau die Fortpflanzung und wird die Blume weitertragen und weiter blühen lassen. Also ich denke, ich möchte uns an diesem Samstag Mut machen, in diesen sehr bewegten Zeiten, verrückten Zeiten, wo die verrücktesten Sachen beschlossen werden, auch die Hoffnung zu sehen und zu sagen, nein, wir lassen uns diese Hoffnung nicht nehmen, und wer nämlich in der Hoffnung ist, der hat auch eine Perspektive, der kann auch für die Zukunft arbeiten. Wenn man die Hoffnung wegwirft,
dann ist es eigentlich nicht mehr weit, dass man resigniert und sagt, ja, es hat ja alles keinen Zweck mehr. Und wie viele Menschen gibt es auch in dieser Zeit, die resignieren, die dann in die Kliniken müssen, die selbst auch Suizid begehen? Wir kennen die Zahlen nicht offiziell, aber die, die uns von bestimmten Kanälen gebracht werden, sind wirklich erschreckend. Und ich denke auch an die vielen Kinder, denen es gar nicht gut geht. Also Hoffnung haben, diese Hoffnung nicht begraben. Und zwar nicht nur aufgrund von uns, das wäre wahrscheinlich verkehrt, sondern Hoffnung haben, weil Gott sie uns zuspricht. In beiden Worten hat er dem Volk damals und auch uns heute Hoffnung zugesagt. Und von dieser Hoffnung sollen wir doch Gebrauch machen. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche uns einen gesegneten Samstag. Alle Leute, die wieder unterwegs sind, die weiterkämpfen, denen wünsche ich Gottes Segen. Und ich denke, jeder kämpft auf seinem Platz, jeder hat seine Aufgabe. Und ich stelle fest, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich versuchen einzubringen auf ihre Art und wie es ihnen möglich ist. Und ich möchte allen dazu ganz viel Kraft wünschen. Gottes Segen möge er uns alle behüten, damit die Hoffnung nicht nur Hoffnung bleibt, sondern sich zur Wirklichkeit wandelt. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen und bleiben Sie mit ihm verbunden. Es grüßt Sie ganz, ganz herzlich, Ihr Reini aus den Zeitgedanken, hier aus Appenzell Innerrhoden. Bei uns scheint herrlich die Sonne. Ich hoffe, auch Sie können sich der Sonne erfreuen. Uff Wiederloge!